Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Überlebenden, den Painter, also den Maler. Und ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Wir spielen anscheinend gegen einen... Wer ist der Kollege? Oh je, der ist schon in meiner Nähe. Gegen so einen dort hinten. Wie heißt denn der nochmal? Der... Ich bin halt selber kaum, daher entfällt mir der Name gerade. Uah, da hat er mich erwischt. Okay, jedenfalls, was ist die Kraft des Painters? Also ich kann, wenn ich den, ich muss den Killer für ein paar Sekündchen anschauen, dann präge ich mir sozusagen sein Bild, sein, wie er aussieht, ein. Danach kann ich von dem Killer ein Bild malen. In dieser Zeit, während ich male, kann ich rumlaufen, ganz normal. Ich kann allerdings nichts umwerfen. Wenn ich das Bild gemalt habe, kann ich das Bild aufstellen und der Killer muss, wenn er in einem gewissen Radius zum Bild ist, zu diesem Bild hinlaufen und es sozusagen zerstören, um weiterjagen zu können. Er läuft also im Grunde automatisch dorthin und kann nicht gut weiter verfolgen. Zumindest habe ich so die Kraft verstanden. Ne? Das ist so diese Hauptkraft. Ihr seht es auch unten rechts. Ich kann insgesamt dreimal das Bild vom Killer malen und ihn so vielleicht in der Jagd besser hinhalten. Okay, hat das Mainz-Ei geschnappt. Ansonsten, was sind noch so seine Kräfte? Wenn ich auf dem Stuhl sitze und gerettet werde, dann wird der sozusagen der Fortschritt auf dem Stuhl gespeichert. Das heißt, wenn ich bei, keine Ahnung, zum ersten Mal sitze, dann bei 20% Stuhlfortschritt gerettet werde, dann behalte ich diese 20% Stuhlfortschritt, wenn ich dann sozusagen wieder hingesetzt werde. Das heißt, für die zweite Stuhlphase haben die anderen Überlebenden einfach ein bisschen mehr Zeit. Ne? Das ist die Kraft. Außerdem, je mehr Gemälde ich aufstelle, desto mehr bekomme ich einen Geschwindigkeitsbonus. Pro Gemälde, das ich aufstelle, bekomme ich, werde ich 2% schneller bis zum Maximum halt, weil ich 3 Gemälde aufstellen kann von 6%. So, das waren so seine Kräfte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, mal schauen. Die Sache ist, ich habe gerade eben schon versucht, eine Runde mit ihm aufzunehmen. Die Runde ging allerdings 3 Minuten lang, weil ich dann auf dem Stuhl saß und bekämpft wurde und dann immer wieder niedergejagt wurde. Und naja... Ich meine, wenn es auch schon, okay, ist ja Praxis in Identity, dass man da ein bisschen territorialer unterwegs ist. Allerdings, wenn ich da einen neuen Charakter zeigen möchte, ist das dann halt doch eher sehr ungünstig, ne? So, er hat dort vorne Mindseye und Gravekeeper. Der gute, wie hieß der nochmal? Okay, aber ich werde euch jetzt mal versuchen, das zu zeigen, indem ich ihn jetzt ein Weilchen anschaue. Ich muss ihn von vorne anschauen, um mir sozusagen sein Gesicht einzuprägen. Na los, schau ihn doch an. So, es reicht, wenn ich mit der Kamera ihn anschaue. Jetzt kann ich das Gemälde malen. Während ich das Gemälde male, kann ich nichts umwerfen. So, ich kann das Malen auch theoretisch abbrechen, wenn ich geschlagen werde. Okay, oh, wurde er gerade? Er hat sich gerade aufgestellt. So, Mad Eyes heißt der. Genau, okay, ich werde jetzt hier ein Gemälde aufstellen. Dass er zum Gemälde geht, ja. Und da kann jetzt gerettet werden. Er schaut nur das Gemälde an. Und die können jetzt perfekt in Ruhe retten. Ich habe eine kleine Abkühlzeit, bis ich wieder malen kann. Ich muss ihn aber nicht anschauen. Ne? Das Anschauen musste ich nur fürs erste Mal. Ich kann jetzt einfach wieder anfangen zu malen. So. Zack. Und male und male. Und er wird mich gleich schlagen. Nee, er schlägt daneben. Jetzt aktiviert er wieder seine komischen Wände. Ich hau hier ab. So, aber ihr habt gesehen, wie nützlich das gerade war, ne? Er hat dort gecampt am Stuhl, ich bin hingekommen, hab da ein Gemälde einfach aufgestellt und er kam da irgendwie nicht weg, ne? Beziehungsweise er musste zum Gemälde laufen. Okay, schön, dass man das mal gesehen hat, ne? So, okay, Mainz-Ei wurde schon geheilt. Oh, der ist hier anscheinend in der Nähe. Zumindest, ja, hat er hier sein Zeug. Leute, passt da bitte auf. Nein, wieso? Ach, Mensch. Wenn dieses Ding, wenn ihr seht ja dieses Ding oben fliegen, wenn das in der Nähe ist, dann sollte man da unbedingt abhauen. Aber guck mal, der verletzt jetzt alle, ne? Das ist richtig ungünstig. So, warte mal, während er jetzt... Oh nein! Was, jetzt liegen 3 Leute? Okay, ich stelle mal hier ein Gemälde auf. So, ja, du kannst mich hauen, allerdings... Okay, wurde er vielleicht vom Gemälde angelockt. Jetzt kann er natürlich... Mal sehen, ich heile sie jetzt schnell auf. Wenn er hochkommt, würde er theoretisch erstmal vom Gemälde angelockt. Das heißt, ich kann hier vielleicht weiter heilen. Nein, er ist super schlau und setzt sein Zeug. So, ich hau hier einfach weiter ab. Ich mal währenddessen schon mal ein neues Gemälde. Leute, haut in alle Himmelsrichtungen ab. Das lief nämlich gerade überhaupt nicht gut. Und wenn er dort hochkommen würde...
würde er von meinem Gemälde angelockt werden. Das Ding ist, ich will da jetzt auch nicht runterrennen, um zu retten. Das ist mir da eindeutig zu heiß. Ich werde jetzt hier versuchen, weiter zu dekodieren. So, wieso haben wir jetzt auch schon das beschleunigte Dekodieren aktiv? So, er geht jetzt hoch, dann würde er mein zweites Gemälde wahrscheinlich zerstören oder anschauen. So, ja, wir sehen halt alle noch, dass er dort unten campt, aber wie gesagt, ich bin verletzt. Mich muss er sogar nur mit so einer Mauer treffen. Was, er hat die Gärtnerin geschnappt? Nein, das ist überhaupt nicht gut. Der Grabhüter ist jetzt auch gleich tot. Okay, keine gute Runde. Aber wir sehen wenigstens die Kraft. Das ist ja da eigentlich das Wichtigste, ne? Also ich werde jetzt versuchen, schnell den Seifer durchzuziehen und hoffe mal, dass das Mainzer auch an einem Seifer sitzt. Sodass wir hier schnell rauskommen könnten. Vielleicht zu zweit oder vielleicht auch nur einer. Oder einer. Okay, die Gärtnerin wurde aufgehoben. Ich weiß nicht, was haltet ihr vom Painter? Ich finde ihn ziemlich interessant. Ich glaube, er ist halt auch eher ein Charakter, ne? Ist ja klar, der fürs Jagen ausgelegt ist. Ich finde aber auch die Idee, dass er halt damit auch cooler retten kann, ziemlich cool. So, oh nein, jetzt hat er das Mainzer noch erwischt mit den Wänden. Das Ding ist, wird er das Mainzer aufheben oder wird er dort am Stuhl weiterhin campen? Ansonsten ziehe ich den Seifer durch, dann bekommt das Mainzer vielleicht hier diesen Adrenalineffekt, dass sie am Ende wieder aufstehen kann, wenn alle Seifer gemacht sind. Und kommt damit... Nein, verdammt, 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 verdammt. Und kommt damit vielleicht nochmal da... Nee, 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 nee. Ich hau hier ab, ich hau hier ab. So, na komm, mein Ei. Lauf, 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 lauf. Lauf. Nein! Ach, herrje. Okay, der Wille war da, ne? Jetzt wurde sich das mein Ei zur Gärtnerin, schaffe ich es nicht mehr. Okay, das ist nicht so aufgegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Oh nein, und beide sind tot. Und er hat mich auch schon gefunden mit seinem Zeug hier. Ich hau mal nach dort unten ab, denn dort unten könnte ja vielleicht die Falltür gespawnt sein. Ich glaube, er hat sich gerade teleportiert. Ich habe schon Raben. Okay, wir schauen einfach mal hier hin. Das Problem ist, der Hunter hat jetzt die Tension. Da wäre es schon schlauer, hätte ich nicht den letzten Seifer gemacht. Gut, andererseits wäre ich dann auch noch verletzt, ne? So, hat er hier unten... Ist hier unten die Falltür? Nein. Das ist super ärgerlich. So, er kommt hier die ganze Zeit mit seinen Kameras an und versucht mich da irgendwie zu erwischen. So, mein Guter. Kannst du eigentlich unbegrenzt da zuschauen? Wahrscheinlich, ne? Mainzer ist auch so ein Charakter, den ich überhaupt nicht spielen kann. Jetzt ist er direkt da und ich hau weiter ab. Ja, weil er jetzt dort Mauern setzt. Ja, wie gesagt, da sollte man halt immer versuchen abzuhauen. Ich suche mal die Falltür. Ich habe die Falltür. So, und raus. Okay, wir sind wenigstens entkommen, ne? Ich glaube, man hat die Kraft ganz cool mal gesehen. Wir wurden jetzt leider nicht so gejagt, hat halt diese Runde nicht so hingegeben. Aber er kann zumindest die Charaktere, den Hunter ganz gut ablenken, ist ganz okay für die Jagd, ne? Muss zwar immer wieder malen, allerdings kriegt man das, denke ich, ganz gut hin, zumal man dabei auch noch laufen kann. Ne? Schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Maler findet, was ihr von diesem Charakter haltet und ob ihr euch ihn holen werdet. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!